Jo, wieder so eine richtige Karawane hier. Ich brauche auf jeden Fall tausende Karottenfarmen, weil diese kleinen Hurensöhne, die haben einfach Kungas Dings getötet. Ja, dafür sterbt ihr jetzt. Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Craft Attack. Und liebe Freunde, Craft Attack ist jetzt schon etwas länger her, dass es jetzt das letzte Mal kam. Und das tut mir auch super leid, aber in der Zeit, wo ich andere Videos gebracht habe, nämlich sowas wie Bad Wars und Couchcraft vor allem, was übrigens wieder diesen Sonntag um 18.30 Uhr kommt, hoffe ich mal, habe ich in der Zeit auch ein bisschen hieran gebaut. Und wie ihr seht, hier hat auch ein bisschen Progress stattgefunden. Ich guck mal eben, dass ich hier unten reingucken kann. Moment. Lalalala. Hier unten seht ihr nämlich eine kleine Redstone-Schaltung. Ich muss sie noch ein bisschen umverlegen, weil ich würde nämlich gerne noch hier, wo der Dirt ist, nämlich nochmal dasselbe wie da hier hin machen. Nur, das wird dann ein bisschen schwer mit den Pistons, wenn ich hier die Redstone-Schaltung daneben habe. Das heißt, ich muss die dann irgendwie hier so ein bisschen tiefer verlegen. Keine Ahnung, werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ihr wisst ja, ich bin der Redstone-Pro. Not. Und, werde ich auf jeden Fall schon hinkriegen. Aber ist ja ganz simpel hier einfach nur Repeater und dann geht das hier rein und dann da und dann so. Und ich weiß, es geht auch einfacher, aber ich habe es jetzt so gemacht und ich habe auch schon ewig kein Redstone mehr gemacht. Ich bin ein bisschen eingerostet und deswegen weiß ich nicht mehr so ganz genau, wie der Hase läuft. Aber wenn ich jetzt hier mal den Knopf drücke, dann tada, und dann fällt zwar nicht alles hier rein, aber so hatten wir es auch bei der automatischen Farm in der letzten Season. Das ist dann zwar nicht alles reingefallen, aber ist ja kein Problem. Ich meine, also wenn ich das hier mal automatisiere, dass das wirklich jede paar Minuten losgeht, dann wirft das trotzdem immer noch genug ab. Warte mal, ich guck mal eben, habe ich hier einen Schalter? Wirft das immer noch genug ab, um die Kiste randvoll zu machen. Und ich habe hier noch Folgendes gemacht. Da kann ich hier noch das Zeug rein tun. Also das ist schon ordentlich viel, weil ich habe ja, ich weiß nicht, habe ich das schon in der letzten Folge gezeigt? Ich habe auf jeden Fall, soweit ich weiß, Seeds bekommen vom Mangor. Ich will jetzt nicht Falsches sagen. Ich glaube, aber ich hatte die von Mangor. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Aber ich hatte die, glaube ich, von Mangor und dann hatte ich hier schon so ein bisschen angepflanzt. Und das Einzige, was mir fehlt, ist halt, also die Dinger, die schlucken halt mega viel Eisen. Ich habe es erst versucht, hier halt hier Wasser lang zu machen und dann hier hinten einen Hopper einfach nur hinzumachen, sodass das dann alles, das ganze Wasser, also dass halt die Items dann hier reinfliegen und dann im Wasserstrom nach da hinten fließen. Aber folgendes Problem ist, denn die Hopper nehmen nämlich schon automatisch teilweise Items auf. Die müssen nämlich nur hier neben liegen teilweise und dann nimmt er die schon auf. Und wenn ich da Wasser hinmache, dann bleiben die einfach, also bleibt ein Teil der Items liegen. Das heißt, es ist immer noch, es ist zwar teurer so mit den ganzen Hoppern, weil für einen Hopper braucht man 5 Eisen. Und da müsst ihr euch vorstellen, wie viel Eisen das überhaupt ist, weil das hier ist ja alles Eisen, Eisen, Eisen. Und dann geht hier auch nochmal Eisen in die Kiste hier. Also ist schon, also hier hinten gehen dann nochmal die Hopper lang, damit es in die Kiste geht. Also ist schon ordentlich viel Eisenverschwendung, wenn man es so nennen darf. Und ist halt dann die Frage, wie ich das überhaupt alles geregelt kriege, weil so viel Eisen habe ich jetzt wieder auch nicht. Ich muss mal eben nachgucken, ob ich überhaupt noch genug Eisen habe. Aber ist auf jeden Fall schon nicht mehr so viel. Ich muss jetzt bald mal langsam wieder in die Mine. Aber wie ihr seht, also mein Eisenvorrat hat sich halbiert, glaube ich. Also das ist echt ein bisschen miese, aber da kann man wohl nichts gegen machen. Und gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Ja, hier sind noch die ganzen Kuchen drin. Das hier ist auf jeden Fall doppelt. Also das ist die Doppelkiste, die ist jetzt voll. Ich weiß nicht, ob ich schon irgendwann gezeigt habe. Da habe ich noch nicht weiter dran gearbeitet. Hier könnte ich auch langsam mal bald dran weiterarbeiten. Das hier hat mir der Kunga oder Mangor gegeben. Ich weiß es nicht. Einer von den beiden schenkt mir immer so schöne Sachen. Aber mein heutiges Ziel ist auf jeden Fall, dass ich erstmal wieder in den Nether gehe und mal wieder ein bisschen Gold und XP hole. Also XP habe ich zwar noch, aber ich würde nämlich super gerne mir ein bisschen Gold holen für goldene Karotten, weil goldene Karotten sind ein besseres Nahrungsmittel. Also ich glaube sogar mit das Beste. Die bringen zwar nur 3 Hungerkeulen, aber zum anderen halten die halt am längsten. Also es gibt nochmal so Sättigkeitspunkte. Ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal erklärt. Die halten dann halt am allerlängsten, die goldenen Karotten. Und das bedeutet, dass dann, dass ich dann, wenn ich halt eins davon esse, dann muss ich super lange nichts mehr essen. Und das wäre natürlich super gut, wenn ich mir ein paar goldene Karotten auf Vorrat holen würde. Und am liebsten würde ich dann erstmal die Doppelkiste füllen und dann die Dinger fressen. Aber vielleicht kann ich auch vorerst mir mal einen kleinen persönlichen Vorrat anlegen. Darf ich mal hier, hallo Internet? Dankeschön. Meine Fresse, ey. Ist doch echt eine Plage hier mit meinem Internet. Gut, dann nehme ich mir hier nochmal ganz, ganz schnell die Pumpkins mit. Hab jetzt übrigens eine schnellere Axt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Auf jeden Fall ist das die Unbreaking 3 Silk Touch 1 und Efficiency 4 Axt. Das mit dem Silk Touch ist mehr eine Plage als ein Segen, leider. Weil
wenn ich zum Beispiel Melonen damit abbauen will, dann muss ich die immer nochmal hinstellen und dann nochmal abbauen. Also, naja, aber was soll man dagegen tun? Naja, aber zumindest baut die halt mega schnell ab. Aber, ja, ich gehe jetzt am besten mal in den Nether. Hat sich hier irgendwas getan? Hier, das ist auf jeden Fall Earlys Haus. Jetzt, ich glaube, Early hat also Pferde jetzt. Das ist natürlich auch sehr, sehr nett. Stirb, du Missgeburt. Ja, Early hat jetzt Pferde. Das ist, glaube ich, Maltes Haus, wenn ich mich nicht irre. Der hat auch mittlerweile ein Pferd. Ich glaube, ich bin der Einzige in Craft Attack, der noch kein Pferd hat. Kann es sein? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es stimmt. Ja, aber ich schau mal eben hier. Jetzt hier auch jetzt gar nichts getan irgendwie. Aber ich war jetzt ein paar Tage nicht mehr auf dem Server. Deswegen kommt das dann mal vor, dass ich ein bisschen erstmal checken muss, was überhaupt noch hier abgeht. Weil hier hat sich ja einiges getan. Oh, der Ring hat aufgehört. Wunderschön. Was will man mehr? Hier ist Revis Aufgang. Das ist auch neu für mich. Aber gehen wir doch erstmal in den Nether. Hoffentlich ist da noch alles heile und ich fresse erstmal was. Habe übrigens herausgefunden, dass man diese Pumpkin Pies, ich meine, die bringen zwar immer 4 oder 5 Hungerkeulen, ich weiß gerade gar nicht so genau, aber diese Dinger muss man fressen wie ein Behinderter. Also man frisst und frisst und frisst und frisst die ganze Zeit und hört nicht auf, du Hurensohn. Nein. Jetzt kriegt ihr mich nicht mehr. Man frisst die Dinger auf jeden Fall wie ein Bescheuerter und es hört nicht auf. Also man frisst und frisst und frisst und frisst und der Hunger geht runter. Das ist echt mehr eine Plage als ein Segen. Also da habe ich wohl nicht richtig nachgeschaut. Aber danke, dass auf jeden Fall viele Zuschauer... Boah, meine Nase juckt wieder! Danke, dass mir viele Leute da auch geschrieben haben, dass das nicht das beste Essen in Minecraft ist. Warum hört man denn... Ach, boah, Junge, ey. Für alle Leute, die damals Hero bei mir gesehen haben, da war es übrigens sehr, sehr schlimm mit dem Nasenjucken. Ich glaube, da hat jede Folge meine Nase die ganze Folge lang gejuckt und das war echt, alter Schwede, war das eine Plage. Und haben dann Leute wirklich mir so Theorien aufgeschrieben, dass die Nase aufgrund meiner Nervosität juckt oder sowas. Aber eigentlich bin ich ja gar nicht nervös, weil, nee, muss ich jetzt nicht unbedingt schildern, aber schon echt lustig, was da manche Leute so aufgeschrieben hatten. Hat sich da irgendwas geändert, Alter? Ist das neu? Warte, das check ich jetzt erstmal ab. Oh, ich suche meine Nase wieder. Mann. Was ist hier? Okay. Ich habe irgendwie Angst, nach da oben zu gehen. Weil ich nicht weiß, was da so abgeht. Ich gehe trotzdem einfach mal nach oben, YOLO Swag. Und schau mal, was da... was sich da so verändert hat. Weil irgendeiner hat da wohl was umgebaut. Ich weiß nicht, wer. Vielleicht wisst ihr es, ja? Wow, was ist hier passiert, Alter? Was ist hier passiert? What the fuck? Oh, okay, die haben es also jetzt so gemacht, dass hier mehrere Kisten sind. So sieht's aus. Aber da hat wohl jemand einmal ordentlich die Kisten durchgeleert. Das ist aber schade. Gut, dann gehe ich doch nochmal nach oben und dann hole ich mir mal ein bisschen was. Denn ich hätte nämlich gerne ein bisschen Gold. Ich bin nämlich geil auf Gold. Ich mache mir dicke Gold-Chains. Aber erstmal muss ich nach da oben kommen. Und man hört auch die ganze Ghasts hier. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt welche spawnen hier oben. Vielleicht wisst ihr es ja, aber ich weiß es auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung. Hab bis jetzt noch nie welche hier gesehen. Und würde mich auch wundern, wenn hier jetzt Ghasts wären. Aber wäre ja mal nett zu wissen. Ich darf hier nicht töten. Okay, hab ihn wohl scheinbar... Hä? Achso, das war ich. Okay, mein Internet leckt einfach nur. Gut zu wissen. Ah, ich habe gar nicht gesehen, wie ich den getroffen habe. So hat das geleckt, ey. Freunde, Freunde. So, hier, schieß mich mal los. So, und für die Leute, die... dieses System immer noch nicht verstanden haben, außer es wäre natürlich super, wenn es jetzt nicht laggen würde. Diese Falle funktioniert ungefähr folgendermaßen. Wenn ich mich einen Pick-Zombie hier aggro mache, dann rennen normalerweise alle auf mich drauf, was aber gerade nicht der Fall ist. Checken wir das doch direkt nochmal. Normalerweise rennen dann alle Pick-Zombies auf mich drauf. Traurigerweise tun sie das gerade nicht, was natürlich sehr, sehr doof ist. Die rennen dann alle auf mich drauf und rennen dann in dieses Loch rein und sterben dann einfach da unten verzweifelt, aber ich würde jetzt schon gerne mal ein paar Pick-Zombies hier aggro machen. Los, komm her, Bruder. So, okay, wunderschön. Dann fahre ich das Minecart mal wieder nach da hinten. Lalalala. Und dann muss ich mich nur noch da reinsetzen und dann soll es eigentlich schon von alleine funktionieren. Bitte. Ja, guck mal, wie sie da alle runterfallen. Super, okay. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal perfekt. Und wenn ich jetzt halt hier bin, dann kommen sie alle angerannt. Jetzt bin ich hier hinten, jetzt spawnen hier wieder neue und dann kommen sie wieder alle angerannt. Also das ist so ein Circle of Dying, kann man es nennen. Wunderbar, da hat es wieder geleckt. So, und die fallen jetzt alle runter. Dauert immer so ein ganz kleines bisschen, aber wenn man da so 1-2 Minuten drin ist, dann, dann kommt da auf jeden Fall super viel Eisen unten raus. Ich hoffe mal, dass da viel Eisen rauskommt und dass da unten bei dieser Fehlkonstruktion nicht noch irgendwelche Pick-Zombies rumlaufen, die mich dann da runterboxen. Aber irgendwie spawnt da gar nichts mehr. Alter, was ist los? Ist da irgendwas broken? Ah, ne, okay, da spawnen sie wieder. Okay, perfekt. Wunderbar. Auf jeden Fall ist das Ding auf jeden Fall eine XP-Maschine des Todes.
muss ich schon sagen. Also ich krieg da immer die XP der Hölle, immer so 6 Level oder sowas durch einen Durchlauf. Ich farm jetzt noch eben die hier ab und dann gehe ich direkt runter, also keine Sorge. Also ich krieg da immer die XP des Todes. So, steige ich direkt hier mal aus, dann können die alle hier mal auf mich zurennen. Danke, danke. Kommt alle her, Freunde. Ich will euch alle bei mir haben. Wunderbar. So, okay. Und dann gehe ich doch direkt mal nach hier hinten. Kann das gute Minecart noch mal ein bisschen mitschieben. So, wunderbar. Und dann gehe ich da direkt mal hier nach unten und dann schaue ich doch mal... Ah, noch eins tiefer. Dann schaue ich doch mal, was da schon alles bei herausgekommen ist. So, schauen wir doch mal. Oh, da ist schon mega viel XP, wie ihr seht. Alter Schwede. Also das ist schon mega viel XP. Checken wir doch direkt mal... Oh, Junge. Oh, Junge. Boah, Junge. Also das ist schon mega viel XP, was hier liegt. Ich guck mal, ob ich das hier irgendwie... Hier fallen immer noch welche runter. Ah, das ging. Oder, aha, da kommt noch was. Okay, wunderbar. Ich dachte schon, es hört auf. Nee, nee, es geht immer weiter. 38, 39, also ab der Levelhöhe, wenn man so sagen darf. Wenn man da schon so krass levelt, das ist schon echt etwas Besonderes. So, wie auch immer da ein Huhn reingekommen ist, das wundert mich auf jeden Fall. Ich frage mich nur, wo sind die Items? Ich glaube, die haben da Half-Steps hingemacht und dann darunter Hopper und dann fallen die automatisch die Hopper durch. Ist das richtig? Ja, so sieht's aus. Boah, Alter, da kam schon ordentlich was durch. Hä, aber wie? Ach, Goldbarren? Hä? Goldbarren? Okay. Haben die hier ein Sortiersystem gemacht? Ah ja, okay. So sieht's also aus. Die haben hier also ein Sortiersystem gemacht. Interessant. Ah, ich verstehe. Okay. Schlaue Jungs auf jeden Fall. Die haben ja ein kleines Sortiersystem gemacht, damit die Items hier durchsortiert werden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Okay, dann habe ich erstmal hier ein bisschen Dings hier. Die muss ich auch noch verwandeln, weil dann kriege ich den, die kann ich mich dann auch für die Dings benutzen, für die Karotten. Aber ihr müsst immer bedenken, dass ein Stack von denen hier nur für 8 goldene Karotten reicht. Also das ist schon ein mega großer Aufwand mit den Karotten. Und ich glaube, das wird mich auch noch sehr, sehr viel Zeit kosten. Aber ist natürlich immer gut, so eine kleine Herausforderung zu haben. Warum denn auch nicht? So, dann erstmal hier wieder zurück. So, und ich brauche auf jeden Fall bei mir zu Hause... Oh, hi, was geht, Bruder? Ich brauche auf jeden Fall eine Karottenfarm. Yo, wieder so eine richtige Karawane hier. Ich brauche auf jeden Fall zu Hause eine Karottenfarm, weil... Diese kleinen Hurensöhne, die haben einfach Kungas Dings getötet. Ja, dafür stirbt ihr jetzt. Was geht ab? Wie sind die da reingekommen? Okay, das muss ich dem guten Kunga auf jeden Fall sagen. Ich hoffe, der sieht diese Folge. Oh nö, jetzt ist hier einfach ein Villager gestorben. Ja, und ich habe es gesehen, dann bin ich wieder schuld. Ja, doof. Ist auf jeden Fall sehr, sehr doof. Da muss man auf jeden Fall was machen gegen. Und ich habe ich wieder den Faden verloren. Keine Ahnung, wo ich gerade eben war. Ist mir auch jetzt eigentlich egal. Boah, du Hurensohn. Ich habe dich doch nicht mal angeguckt. Boah, schnell hier rein, schnell hier rein. Oh, ich will nicht vom Enderman angegriffen werden. Oh! Bruder, wo ist der? Boah, ich hasse Endermans. Ich hasse Endermans abgrundtief. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Kein Enderman. Ich hoffe. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht wieder und bumst mich in den Arsch. Ich hoffe, mein Internet leckt nicht. Aber das tut's gerade. Super. Na, haha, warten wir doch einfach mal ab. Ah, wunderbar, wunderschön. Dann bin ich hier einfach mal im Nichts. Habe ich mich wohl gerade teleportiert. So, und dann geht's erstmal ganz, ganz schnell nach Hause. Denn ich muss nämlich jetzt so langsam die Folge beenden. Wir haben nämlich jetzt unsere Zeit schon gefüllt. Ja, die Zeit vergeht immer sehr, sehr schnell, wenn man Spaß hat. Und ja... Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine positive Wertung da. Und wenn ihr euch gefreut habt, dass jetzt endlich mal seit Ewigkeiten wieder Craft Attack da ist, dann droppt doch mal den Like-Button. Dann freue ich mich auf jeden Fall. Dann sehe ich nämlich, was euch hier gefällt. Und dann, ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!